Also ich verspreche dir, heute Abend gehe ich früh ins Bett und mach mir einen Kräutertee. Aus medizinischer Sicht gibt es keinerlei Anzeichen dafür, dass Bella sich in einer Aufwachphase befindet. Ach, du denkst, ich habe mir das nur eingebildet? Ich habe doch keine Halluzinationen. Hast du das gerade gesehen? Bellas Hand hat gezuckt. Tatsächlich. Heißt das, sie wird wieder wach? Wir veranstalten eine große Gala, ein rauschendes Fest für Freunde und Bekannte. Ein Spendenaufruf in eigener Sache? Es wird niemand kommen. Was soll das heißen? Irgendjemand musste die armen Menschen doch davor warnen, dass ihn jemand ans Portemonnaie will. Es gibt wohl keinen anderen Weg, als das Angebot von Alexa Berg anzunehmen. Dann überlegt schon mal, wie eure Zukunft aussehen soll. Ich für meinen Teil werde mich des Weinkellers annehmen. Prost, du alter Esel. Ich wollte immer verjuchsen, was von dir geblieben ist. Aber dass ich mich mal so ranhalten muss. Kim, hey, komm, setz dich. Leiste deinem alten Herrn Gesellschaft in seiner schwersten Stunde. Sag mal, bist du besoffen? Ich arbeite dran. Was macht denn eigentlich das Foto von Ludwig hier? Der alte Zausel wollte unbedingt einen mit mir trinken. Auf unsere besseren Zeiten. Ist irgendwas passiert? Naja, wie man's nimmt. Lisbeths letzter erbärmlicher Versuch, die Familie zu retten, ist gescheitert. Das hat mich jetzt auch nicht sonderlich überrascht. War selbst für Lisbeths Verhältnisse ausgesprochen erbärmlich. Was? Was heißt denn das jetzt? Wir sind raus. Ich bin raus, du bist raus, alle sind raus. Die Familie nimmt Alexas Angebot an. Sie kriegt die Firma, sie kriegt das Schloss, sie kriegt alles, was ich schaffe zu trinken. Aber wir kriegen jeder eine Million. Das ist doch großzügig, findest du nicht? Ach, verdammt, jetzt guck doch nicht so. Immerhin müssen wir jetzt diese miese Mischpoke nicht mehr jeden Morgen zum Frühstück sehen. Nichts für ungut. Also, auf das Ende der Lahnsteins. Prost. Ich fass es nicht. Wird man eigentlich automatisch egoistisch und rücksichtslos, wenn man in ein Schloss zieht? Entschuldige. Ich meine natürlich nicht alle. Also nicht dich. Störe ich dich? Ich kann auch wieder... Nein, bleib, bitte. Ich genieße nur jeden Moment. Wer weiß, wie lange wir hier noch alle wohnen. Ist unsere Lage so schlimm? Nicht ernst, nur hoffnungslos. Und bei dir? Es geht um Kim. Sie kommt mit allem durch. Diebstahl, Verleumdung, Irreführung der Justiz. Sie bringt Emilio beinahe ins Gefängnis und wenn ihr danach ist, holt sie ihn einfach wieder raus. Und Emilio, wie geht's dem? Ja, jetzt wieder gut. Du bist immer noch verliebt in ihn. Was, nein. Selbst wenn, für Emilio gibt's nur Kim. Egal, was sie tut. Na, sag mal, wie kommst du nur darauf, dass mit Kim und mir ist ewig durch? Alter, ich hab das Zimmer gleich nebenan. Ich höre dich nachts, wenn du pennst. Du rufst manchmal Kims Namen. Wenn man von einer Person träumt, dann bedeutet das was. Ganz genau. Das bedeutet, dass es Zeit wird, sich langsam scheiden zu lassen. Es ist einfach vorbei. Vielleicht sollte ich mal wieder für ein paar Wochen nach Griechenland. So ein bisschen Sonne und Strand helfen immer. Das mit Kim und dir ist noch lange nicht durch. Ihr seid wie diese Paare aus Liebesfilmen. Naja, bei euch knallt's mal und man denkt dann, es geht nicht mehr. Und was passiert? Sie lieben sich, sie küssen sich. Happy End. Ja, und bei uns ist es eben anders. Wenn wir länger als 3 Minuten miteinander reden, dann fliegen die Fetzen. Ja, aber... Ja, da ist noch was. Du hast vollkommen recht. Aber da ist auch noch eine ganze Menge anderes Zeug. Also, sage ich adios, Kim. Sobald wird eine neue da sein. Ist nur eine Frage der Zeit. Aber willst du wirklich in Griechenland rumsitzen und darüber nachdenken, was passiert wäre, wenn du vielleicht hättest und so weiter und so fort? Ich meine, egal wie aussichtslos es ist, es lohnt sich immer, um das zu kämpfen, was man liebt. Hör auf zu saufen, das
bringt doch nichts. Vorsicht da. Das ist 52 Jahre alter Single Malt. Sie kiste so viel wie andere Leute im Jahr verdienen. Das ist dein ganzer Plan. Was? Ich habe noch 5 Kisten davon. Und ich habe mir vorgenommen, ich werde mich ganz nach vorne arbeiten, bevor ich hier raus muss. Du gibst einfach auf und säust. Alexa hat die echten Diamanten. Wenn wir da rankommen, dann können... Kim, ich krieg Kopfschmerzen. Ach Gott, jetzt siehst doch ein. Wir haben verloren. Ich gehe hier nicht weg. Das ist unser Schloss. Wir haben so viel gekämpft. Du wärst fast gestorben, Ansgar. Ja, jetzt, wo du sagst, auf das Leben. Wir können doch nicht einfach so aufgeben. Ich habe meine Ehe ruiniert. Dann will ich wenigstens wie eine echte Gräfin leben. Moment mal langsam. Dass du El Burrito los bist, ist doch kein Verlust. Ansgar! Das ist ein Geschenk des Himmels. Hilfst du mir? Ich mach dir gern noch eine Flasche auf. Nee, bitte lass gut sein. Lass es, lass es! Hier, viel Spaß mit deinem Whisky, du jämmerlicher Loser. Kim! So redest du nicht mit deinem Vater. Jetzt sage ich dir noch was. Man muss wissen, wann es vorbei ist. Für mich ist es noch lange nicht vorbei. Kim! Kim! Das heißt, es könnte sein, dass Bella wach wird. Die Möglichkeit besteht, aber... Was heißt denn jetzt hier schon wieder aber? Du hast doch gesagt, wir sollen diesen ganzen Quatsch machen. Und jetzt kommst du uns mit vielleicht ja, vielleicht nein. Sie kann uns doch hören, oder? Das kann niemand so genau sagen. Aber Bella scheint es zu helfen. Aber was können wir denn noch tun? Seid bei ihr, redet mit ihr, streichelt sie, kämmt ihre Haare, bringt Dinge mit, die lecker riechen oder spielt ihre Lieblingsmusik vor. Je mehr Sinne ihr anspricht, desto besser. Ja, das wird Bella gut tun, das weiß ich. Sie hat sich bewegt, das ist der beste Beweis. Mhm. Wir werden sie mit so viel positiver Stimmung zudonnern, dass sie gar nicht anders kann, als wach zu werden. Ich glaube, ich habe sogar schon eine Idee. Gut. Klar, alles gut. Und bei dir? Ja, alles wunderbar. Hast du was von Sascha gehört? Ja, der kommt heute oder morgen raus. Das heißt, die glauben Kims Version? Ich glaube, Frank ist mittlerweile so genervt von ihr, dass er alles glaubt. Das ist echt unglaublich. Du, wegen Kim, ich... Du, lass uns nicht mehr über Kim reden, okay? Es reicht. Reicht wirklich. Das finde ich gut. Ja. Darfst du mit deinem Streifschuss überhaupt wieder trainieren? Ich wollte morgen beim Arzt und der meint, das ist kein Problem. Na dann. Ist das ja gut. Und was machst du heute noch so? Keine Ahnung. Irgendwie die Zeit rumkriegen, bis Sascha rauskommt. Und du? Keine Ahnung. Wir könnten ja zusammen die Zeit rumbringen, oder? Wie wär's dann mit Buhl und Bier? Klingt fantastisch. Na, dann los. Lara, du rettest gerade meinen Tag. Danke. Dann zieh dich mal an. Ja, klar. Kannst du dich erinnern, Bella, an unseren Ausflug in der Altstadt vor kurzem, als wir Waffeln essen waren? Hast du mir diese Creme gekauft, der kleinen Boutique? Weil sie so schön nach Orangen duftet. Und meine Bella, die cremt sich ja nach dem Duschen immer mit Orangencreme ein. Dann duftet die ganze Wohnung danach.
Weil ich das so gerne rieche, hast du sie mir gekauft. Und tatsächlich, immer wenn ich sie benutze, dann riecht es irgendwie nach Sommer. Und dann muss ich an dich denken. Bella, ich liebe dich. Charlie? Und ich gehe nicht weg. Ich warte, bis du wieder bei uns bist. Charlie? Wo bist du? Ich bin davon überzeugt, dass du zu uns zurückkommen wirst. Das letzte Mal, als ich auf Mallorca war, habe ich mal so eine Orangenplantage besucht. Also genau genommen habe ich den Besitzer besucht. Das war aber auch lange vor Helm. Also du und deine Männer. Du kannst wirklich froh sein, dass du Helmke jetzt hast. Ja, und als ich in diesem Orangenhain war, das war wirklich magisch. Die ganze Welt duftete nach Orangen. Hell und klar und nach Leben. Bella, komm zu uns zurück. Es wartet hier noch so viel Leben auf dich. Ablösung. Nein, keine Widerrede. Auch du musst dich mal ausruhen. Keiner weiß, wann Bella wieder wach ist. Wir müssen jetzt mit unseren Kräften haushalten. Okay, dann gehe ich mal eine Stunde nach Hause und dann bin ich wieder da, ja? Mach mal ruhig 2 Stunden Pause. Wir kümmern uns um Bella. Sie ist bei uns in guten Händen. Hallo Bella. Wir sind's, Anni und Olli. Dein persönliches Spaßprogramm. So ein hübsches Feuer und ein bisschen Appetit. Hat es mit dem Problem eurer Firma zu tun? Da noch keine Lösung in Sicht? Die Lösung ist, dass wir alles verlieren werden. Und was ist mit dem Fest, das Gräfin Lahnstein organisiert hat? Das haben alle abgesagt. Diese Adligen scheinen einen 7. Sinn zu haben, wenn es um ihre Kohle geht. Ja. Das kenne ich. Wenn man einen ausgibt, sind sie alle dabei. Aber wie jemand braucht selber mal Hilfe. Weißt du, was das Gute ist, wenn man so ein alter Knochen ist wie ich? Weiß immer, dass es irgendwie weitergeht. Weil man die entsprechende Lebenserfahrung hat. Ach ja, dann haben Sie auch schon mal alles verloren. Ich bin Meister im Verlieren. Aber das Wichtigste im Leben ist die Improvisation. Egal, wie schlecht es mir ging, müsste mir irgendwas eingefallen, um wieder auf die Beine zu kommen. Darf man bei der Improvisation auch mal gegen die Regeln verstoßen? Naja, man muss sogar gegen die Regeln verstoßen. Wo bleibt denn sonst der Spaß im Leben? Wirklich keinen Hunger? Nö. Danke. Ah, ich denke mal, das Ding gewinnen wir auch, oder? Boah. Ja, war gut. Hier ist also die internationale Pool-Weltmeisterschaft, ja? Ja, quasi. Vorläufig vom Halbfinale. Ja, wenn bald. Okay, ihr wollt uns herausfordern, oder was? Natürlich. Okay. Und wenn wir gewinnen, kriegen wir ein Bier. Und wenn wir verlieren, kriegen wir auch ein Bier. Auf jeden Fall. Kugeln aufsammeln, ja? Tiefstapler, wisst ihr? Okay. Ich bin übrigens Emilio. Ach, hi, Matthias. Hi, Vanessa. Ich meine Freundin Lara. So, ja. Wie ist da drüben?
müssen irgendwas machen. Ansgar ist total durch den Wind. Wenn er irgendwann mitbekommt, dass alles weg ist, damit kommt er nicht klar. Kim, die Diamanten sind weg. Die Versicherung zahlt nicht. Morsch besteht auf seinen Vertrag. Die Polizei hat nicht einen Hinweis, der uns zu den Tätern führen könnte. Ja, aber wenn wir Alexa die echten Diamanten abnehmen, dann könnten wir die... Warte mal, die echten Diamanten? Gibt's doch sowas wie falsche Diamanten? Ja, die geklauten Diamanten. Du weißt doch, was ich meine. Und woher weißt du, dass Alexa sie hat? Wer sonst sollte diesen Raubüberfall in Auftrag gegeben haben? Sie hat jetzt, was sie wollte. Wir sind pleite. Du hast doch auch Tanja im Verdacht gehabt wegen der Versicherung. Jetzt überleg doch mal. Vielleicht haben Tanja und Alexa zusammengearbeitet, aber Alexa Tanja gelingt, um uns platt zu machen. Wäre durchaus möglich. Wir müssen nur noch rausbekommen, wo Alexa die Diamanten versteckt hat. Frag sie doch einfach. Oder hast du eine bessere Idee? Ja, wir könnten sie entführen. Wir lassen sie erst gehen, wenn sie uns sagt, wo die Diamanten sind. Du weißt, dass die Justiz beim Thema Entführung keinen Spaß versteht. Ja, klar ist das ein Risiko, aber es geht um alles oder nichts. Ja. Aber ich kann dir trotzdem nicht helfen. Tut mir leid. Sag mal, bin ich die Einzige, der dieser Familie wichtig ist? Das Wichtigste ist, dass du jetzt die Füße stellst, verstanden? Ausnahmsweise, aber ich habe nichts gesehen. Dankeschön. Weißt du noch, wie oft wir zusammen Käsespätzle gekocht haben? Bella, das sind aber auch echt die Besten. Dafür würde ich jede Currywurst mit Pommes rot-weiß stehen lassen. Hey, die sehen ja wieder super aus. Die können dich so wecken. Vergiss es. Ich muss extra die Oberschwester besetzen. Du isst die bestimmt nicht. Ach komm, du kleinen Happen. Andi, ich habe jetzt ein Date mit der, damit ich die Nudeln hier reinbringen durfte. Also Finger weg, Andi. Wenn der Kuchen spricht, schweigen die Krümel. Weißt du noch? Du hast immer nach dieser einen Zutat gesucht, an die du dich nicht mehr erinnern konntest. Ja. Und da wusstet ihr noch nicht, dass ihr Geschwister seid. Es war einer der besten Tage überhaupt. Als ich dich das erste Mal gesehen habe und wusste, dass du meine Schwester bist. Für mich auch, Olli. Du bist einfach der beste große Bruder, den man haben kann. Wenn du wieder gesund bist, dann kochen wir ganz oft zusammen Käsespätzle, ja? Und? Ich sehe keinen Unterschied. Ach, wir haben doch gerade erst angefangen. Komm, lass mich mal. Es gab da so ein Spiel, Sporting Sevilla gegen Olympic Lissabon. Das war echt der Hammer. Ich hab da was vorbereitet. Estefan ist heute in Höchstform. Er passt den Ball zu Corazon. Bricht links durch. Corazon läuft und läuft. Komm schon, gib ab. Corazon passt zu De Miguel. Der lässt den Ball durch zu Estefan. Und Tor! Tor! Ja! Los, jetzt machen wir die Luschen aus Lissabon fertig. Nur noch eine Minute bis zum Abpfiff. Sporting Sevilla kann es diesmal echt packen ins Finale. Wow! Fehlpass von Estefan kurz vor dem Strafraum. Manu, von Lissabon. Nicht kurz vor Schluss, was soll denn das? Sousa macht den perfekten Pass zu Lopez. Und Tor! Das ist der Ausgleich! Gott sei Dank, das war knapp, also aufpassen jetzt. Abseits, der Schiri pfeift abseits. Das war doch niemals abseits. Andi, du hast doch wirklich wieder Tomaten auf den Augen. Das war sowas von abseits. Alles beim Alten. Dabei haben wir uns echt eine halbe Stunde über dieses Abseits gestritten, als das Spiel lief. Vielleicht sind wir einfach zu ungeduldig. Ich glaube, sie mag einfach keine Krankenhäuser. Ja, was sollen wir dagegen tun? Wir entführen sie nach draußen, an die frische Luft.
Emilio. Sag mal, kann es nicht immer so sein? Was? Na, das hier. Du und ich, Sonne, Bier, ein paar nette Leute. Komm mal eben mit. Halt mal eben. Ernst jetzt? Ach, jetzt hilf mir mal. Okay. Extrem gelungene Zusammenarbeit. Sehr schade, von mir aus müsste ich noch nicht vorbei sein. Wie sagt man noch? Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Na, das finde ich sehr bedauerlich. Ach, jetzt seien Sie nicht beleidigt. Durch unseren kleinen Deal sind Sie jetzt ein reicher Mann. Ich hätte noch eine Runde mit Ihnen verlangen sollen, wo Sie so sehr an der Rache an den Lahnsteins interessiert sind. Für die Forderung gegen LCL haben Sie 20 Millionen von mir bekommen. Da sollte die Auswahl an schönen Frauen noch nicht so schlecht sein. Das ist nicht dasselbe. Ich bin nur ein Romantiker. Dein Vater lebt. Und wie geht's jetzt für Sie weiter? Ich werde meine Reise nach Skandinavien machen. Wie Sie wissen, habe ich eine Schwäche für Blondinen. Und wenn Ihnen das langweilig wird, dann melden Sie sich bei mir. Ein Mann mit Ihren Branchenerfahrungen ist bei LCL immer willkommen. Schöne Vorstellung, jeden Tag mit Ihnen verbringen zu dürfen. Rein professionell natürlich. Abwarten. Ach, Herr Marstein, sind Sie doch bestimmt längst mit einer hübschen Schwedin verheiratet. Entschuldigung. Alles in Ordnung? Nachrichten. Ich glaube, wir müssen das ein anderes Mal fortsetzen. Aber... Entschuldigung, ich melde mich. Hey, was soll das? Entschuldige, dass ich deine kleine Party störe. Prost. Früher hattest du mal richtig Biss, aber jetzt... Ja, jetzt habe ich einen im Kahn. Und ich sag dir, das fühlt sich auch gut an. Na komm schon, Fuchsnase, feier mit mir. 800 Jahre Familientradition, die gehen ja nicht jeden Tag den Bach runter. Wir stellen uns jetzt ein paar Nutten. Dann ziehen wir deine geheimen Reserven durch die Nase und dann... Bist du fertig mit deinem Selbstmitleid? Dann könntest du dich mal um deine Tochter kümmern. Kim ist ziemlich durch den Wind. Muss an deinem Gen liegen, dass er so labil ist. Sagt der Irre unter den Labilen. Sie ist besessen davon, unseren Untergang zu verhindern. Und ich vermute mal, sie will sich irgendwas beweisen oder auch dir. Ach was. Sie ist überzeugt, dass Alexa hinter dem Überfall steckt und dass sie die Diamanten hat. Und jetzt hat sie die großartige Idee, Alexa zu entführen. Hat sie das gesagt? Ja. Und ich hatte das Gefühl, dass sie es ziemlich ernst meint. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Hey.
Wir wollten doch das romantische Abendessen nachholen, oder? Bei Trost? Was habt ihr denn mit Bella gemacht? Wir waren kurz mit ihr im Park. Ja, sie mag doch keine Krankenhäuser. Jetzt hat sie ein bisschen Farbe bekommen. Ihr seid wahnsinnig! Aber beruhig dich erst. Ach, danke, dass ich mich gefühlt habe. Ich komme das Zimmer rein und das Bett ist weg. Ich hab doch gedacht, Bella ist tot. Oh, das wollten wir nicht. Bella geht's doch gut. Ach, nee, sie ist gut. Meine Tochter ist im Koma und ihr geht mit ihr im Park spazieren. Was ist denn hier los? Charlie hat gesehen, dass Bellas Bett weg ist und hat gedacht... Es tut uns wirklich leid, Charlie. Wir wollten dir ja Bescheid geben, aber wir haben einfach gedacht. Ihr habt überhaupt nicht gedacht. Alles ist gut, Charlie. Die beiden haben das vorher mit mir abgesprochen. Ach, du wusstest von dieser Schwachsinnsaktion, ja? Ja, klar. Das ist Teil der Therapie. Charlie. Mensch, was, lass ein schönes Nickerchen. Oh, ich hab schon wieder im Schlafen geredet, ne? Ist schon gut. Komisch, das passiert mir ständig, wenn ich irgendeinen coolen Scheiß träume. Ich hab zwar keinen blassen Schimmer, was ich geträumt habe, aber ich fühle mich ziemlich gut. Das klingt toll. Oh, was ist das denn? Veräppelt. Ich muss los, ich muss noch super viel erledigen. Wie, du musst noch super viel erledigen? Ist doch völliger Blödsinn. Was soll denn das jetzt? Doch, ich muss noch packen. Ich verziehe mich für ein paar Wochen nach Griechenland. Okay, einfach mal so, ja? Ja. Auf die Dauer ist das hier nichts für mich. Gut, hast du vielleicht noch eine kleine Ecke im Koffer frei? Ich kann mich so groß machen wie ein Hamster. Da passe ich locker rein und könnte mit. Ich schicke dir einfach eine Postkarte. Ja, ist sowieso fast das Gleiche. Aber wir machen doch eine kleine Abschiedshause im No Limits, oder? Ich mag keine Abschiede. Du, und die Decke darf ich dir zurückbringen, oder was? Tür auf. Freundlich reinbitten. Ruhig mit dir reden. Zurück. Das finde ich. Gut. Alexa, komm doch rein. Hast du Angst? Was soll das hier werden? Ein kleiner Hinterhalt? Nein. Ich will einfach nur mit dir reden. Ja, ich bin allein. Gut, reden wir. Über meinen Vater weißt du ja wohl nichts. Also, gib die Diamanten bitte wieder her.
Warum, bist du bescheuert? Ich habe noch ein paar Termine heute. Tja. Die wirst du leider wohl verpassen. Hoppla. Unsere kleine Kim ist jetzt bewaffnet. Oh Gott, das ist ja zum Kotzen. Und jetzt? Wir müssen sie finden, bevor sie Alexa findet. Kim, du hast mich schon mal mit einer Waffe bedroht. Weißt du inzwischen, wie das Ding funktioniert? Die Waffe ist entsichert. Die Patrone ist im Lauf. Wir wissen doch beide, dass du nicht auf mich schießen wirst. Sicher? Ich habe nichts mehr zu verlieren. Nichts? Nein. Deine Freiheit? Was ist mit der Polizei? Was? Dass sie das zweite Mal in dieser Woche im Knast landet? Wir können auch abwarten, bis sie Alex über den Haufen geschossen hat. Ist das diese kleine Showanlage hier wert? Du hast die echten Diamanten und ich will sie zurück. Ich werde nicht zulassen, dass meine Familie alles verliert! Nein, ich brauche keinen Chauffeur. Ich nehme ein Taxi. Ich habe doch eh kein Geld mehr. Ellie, ich bin doch nicht aus der Welt. Ja, ich richte allen liebe Grüße aus. Versprochen. Ich dich auch. Bis bald. Ciao. Entschuldigung, das ist nicht irgendein Stein, das ist ein Glücksbringer. Das ist jetzt dein Glücksbringerstein. Hm? Ja, ich glaube nicht, das funktioniert. Wieso habt ihr mich nicht informiert? Wir sind davon ausgegangen, dass du nichts dagegen hast. Dass ihr Bella in der Gegend rumfahrt? In ihrem hilflosen Zustand? Was, wenn ihr kalt war? Sie könnte eine Lungenentzündung bekommen. Wir haben sie gut zugedeckt. Bei ihrem Mutter ist aufgepasst. Woher willst du das denn wissen? Du warst ja gar nicht dabei. Ich hab sie noch angemeldet. Was ist denn los? Andi, ich bin Bella noch nie in eine gefährliche Situation. Aber ihr seid keine Ärzte. In letzter Konsequenz trägt Jo die Verantwortung. Charlie, bitte. Ach, und jetzt komm hier nicht mit einem überheblichen Doktor. Wir wollten doch eben den Stress von Bella fernhalten, oder? Ja, das sagt der Richtige. Garantiert ist diese Schnapsidee auf deinem Mist gemacht. Und bist du so wütend? Es war auch keine Schnapsidee. Da wäre dann schon gut getan. Bella ist meine. Ja, damit ihr wieder, wer weiß, was mit ihr anstellen könnt. Was? Alle raus, los, sofort. Aber ich doch nicht, ich bin Ihre Mutter. Ich bin Ihr Arzt und ich weiß im Moment am besten, was für Sie gut ist. Also raus! Hey, soll ich vielleicht deine Tasche tragen? Vergiss es. Okay, ich darf deine Tasche nicht tragen, ich darf den nicht zum Flughafen bringen. Was willst du eigentlich, ja? Nichts. Okay. Was? Ich werde dich vermissen. Nein, wirst du nicht. Überleg doch mal, was wir in so kurzer Zeit alles durchgemacht haben. Du hast mich aus dem Knast geholt.
Da wäre ich ohne deine Hilfe verrottet. Und du hast ein wahnsinniges Gespür für deine Mitmenschen. Dass du für jedes Problem die richtige Lösung parat hast. Das haben echt nicht viele. Und ja, und auch wenn wir uns nicht lange kennen, bist du ein wahnsinnig wichtiger Mensch in meinem Leben und einfach meine beste Freundin. Ja, es reicht. Ich wollte nur, dass du es mal gehört hast. Hm? Okay. Wo wir schon beim Alles sagen sind, du weißt ja inzwischen auch, dass ich mir mehr gewünscht hätte. Also mehr als Freundschaft. Ja, und du weißt auch, dass ich... Ja, ich weiß. Ich komme schon drüber weg. In ein paar Wochen Griechenland werden mir gut tun. Gut, aber du flüchtest doch nicht wegen mir, oder? So toll bist du nun auch wieder nicht. Okay. Let's Zeit. Gute Reise. Ach, übrigens, du hast doch im Schlaf gesprochen. Oh Mann, ich wusste es wieder. Ja. Keine Ahnung warum, aber Kim scheint dir noch extrem wichtig zu sein. Wenn nicht du wär, würde ich das nicht so einfach wegwerfen. Okay, war's das? Ja, du Idiot. Gut, dann grüß mir die Griechen, die kochen ganz gut. Vielleicht komme ich einfach mal vorbei. Du kannst mich ja schon mal ankündigen, ja? Oh, du hast da was. Nein, ich hab da nichts. Du hast da was. Nein, ohne Quatsch, du hast da Vogelkacke. Du hast den Radfahrer davon gesehen, wie der... Lara, es war mir übrigens eine Ehre, mir für dich eine Kugel einfangen zu dürfen. Würde ich jederzeit wieder tun. Nicht so tough. Wir wissen doch beide, dass du das nicht wirklich durchziehst. Ach ja. Ansgar hat mir alles erzählt. Ich weiß, dass du mit Tanja zusammen die Diamanten durch Fälschungen ersetzt hast, als sie bei LCL geliefert wurden. Und? Und dann hast du ihr die Originale abgenommen. Was nützt dir dieses Wissen? Und weil du mit Tanja dafür gesorgt hast, dass die Steine unterversichert sind, wusstest du, dass LCL am Arsch ist, wenn die Diamanten weg sind. Das ist alles sehr bedauerlich. Ich weiß aber immer noch nicht, was du von mir willst. Ich will die Diamanten zurück. Was, wenn nicht? Was willst du dann machen, kleine Kippen? Ich werde dir nichts sagen. Kein Wort. Komm, mach. Drück ab. Du tust mir einen Gefallen. Aber dann erfährst du nie, wo die Diamanten sind. Okay. Bellas Zustand hat sich einigermaßen stabilisiert. Aber das war jetzt nicht meine Schuld, oder? Du hast gedacht, sie ist tot. Natürlich warst du neben der Spur. Es geht auch nicht darum, wer schuld ist, sondern um Bella. Also bitte keinen Streit, okay? Ich wollte dir auch gar nicht streiten. Ich mache mir nur so Sorgen um sie und ich vermisse sie so. Das verstehen wir doch. Und wir vermissen sie auch. Ich würde alles dafür tun, wenn sie wieder zurückkommt. Das wird sie, ganz bestimmt. Ich bin hier. Ach, Jungs,
Was würde ich ohne euch machen? Komplett vom Teller drehen? Nee. Das schafft mein Tantchen auch ganz alleine. Ganz schön frisch. Ganz schön wahr. So weit gehst du nicht. Bist du sicher? Damit? Erst den einen Finger, dann den anderen, dann ein Ohr. Kannst du so viel Blut sehen? Sind oder wir finden beide zusammen raus, wie weit ich gehe.